Alles Außerirdische kommt über die Asteroiden und Kometen zu uns auf die Erde. Das sind die Raumschiffe. Wie dumm sind wir denn, dass wir nach irgendwelchen Untertassen suchen? Es sind die Asteroiden und Kometen und alles, was da so fliegt um uns herum, was zu uns auf die Erde kommt und Außerirdische mitbringt in ganz klein. Der Asteroid, der eben vor ein paar Tagen eingestürzt ist, der hat diese neuen Viren, in Anführungsstrichen, sie nennen sie Viren, weil es ganz klein ist. In Türkispink hat der Asteroid von weitem geleuchtet, hat die NASA gesagt. Und diese Viren sieht man unter dem Mikroskop pink, türkis, weil das sind keine Viren, das sind Bakterien oder wie ihr sie nennen wollt. Ich nenne sie Außerirdische. Sie haben sich schon in der Erde vermehrt und sie wachsen hier auf diesem Planeten, weil sie hier die Möglichkeit haben zu wachsen. Auf den anderen Planeten, die es um uns herum gibt in unserem Sonnensystem, sind wir schrittweise von einem Planet zum anderen gegangen, denn wir sind auch Außerirdische und hier könnten wir wachsen und uns weiterentwickeln. Genauso machen es auch die Außerirdischen immer noch. Wir gehen immer noch von Planeten zu Planeten. Schaut auch meine anderen Videos dazu an. Diese Bakterien oder Außerirdischen entwickeln sich hier auf unserem Planeten entweder in der Natur oder in unserem Körper. Und wenn unser Körper krank ist durch Chemikalien oder Alkohol oder wenn du schon leidest an Schwäche, dann stirbst du. Dann ist das für dich eine Krankheit. Wenn du aber so gesund bist, wie Gott dich geschaffen hat, was er eigentlich mit uns vorhat, dann lässt es dich mutieren, kann man sagen. Du mutierst zu einem anderen Wesen. Du wirst einer von den Außerirdischen. Ja, so ist das. So ist das. Dann gibt es auch noch Außerirdische, die wachsen in der Natur. Aber dazu erzähle ich euch in einem anderen Video.